Ich war neulich in Oklahoma und da habe ich mir eine Cessna O2 angeguckt aus Vietnam. Top-Ding. Und das musste ich unbedingt haben. Und dann bin ich mit dem Typen ins Gespräch gekommen und dann sagt er, die Antonov, die ich so fliegen würde, ja, das wäre das Flugzeug, was er schon immer haben wollte. Und nach dem dritten Bier haben wir uns dann entschlossen, ich bekomme die Cessna, er bekommt die Antonov. Das willst du wirklich machen? Guck mal, für eine Antonov kriegst du hier in Deutschland 20.000, 22.000, 25.000. So. Und wenn er das Ding da tatsächlich in Zahlung nimmt, dann habe ich die Antonov verkauft für 100. Dann muss ich die Antonov verkaufen für 100. Ja, das ist keine Frage. Aber also du musst das darüber kriegen. Ja. Ich bin mit Paddel darüber. Ja. Der lukrative Flugzeugtausch hat nur einen Haken. Wie kommt die Antonov über den Atlantik nach Amerika? Der letztmögliche Auftankstopp liegt auf den Azoren. Von da aus erreicht Michael frühestens in Kanada wieder festen Boden, nach über 2000 Kilometern. Nicht ungefährlich mit einem alten, klapprigen Doppeldecker und nur einem Motor. Es ist schon ein verrücktes Unternehmen, 2000 Kilometer über Wasser fliegen zu wollen. Ja, vor allem mit der Maschine ist das echt lebensmüde. Ist ja jetzt keine Hightech 747 oder so, das ist ja nur mal altes Militärflugzeug, das schon echt in die Jahre gekommen ist. Selbst wenn die Maschine durchhält, der Michael muss das ja auch irgendwie durchhalten. Und ich glaube, da stößt er an seine Grenzen. Bei einer Reisegeschwindigkeit um die 170 Stundenkilometer ist Michael 12 Stunden allein im Cockpit. Das starre Fahrwerk macht eine Notwasserung fast unmöglich. Und das größte Hindernis, die Tanks bieten keinen Platz für ausreichend Treibstoff. Nach 900 Kilometern wäre Schluss, mitten im Atlantik. Das Wichtige ist, dass du alles mit einberechnest, was passieren kann. Ja? Du musst dich halt auf Winde einstellen, auf schlechtes Wetter. Du musst dich darauf einstellen, wo du landest, wo du Sprit bekommst, ob du Sprit bekommst. Das musst du dann logistisch vorplanen. Du musst dann Sprit vielleicht auch dahin schicken, wo du hinkommst, ja, dass du da tanken kannst. Und du musst dich auch mit dem Gedanken anfreunden, wie du dich verhältst, wenn das Ding ins Wasser fällt. Ne? Wenn wir 12 Stunden haben, mal 160 Liter, dann brauche ich 1920 Liter Sprit. Den hast du aber gar nicht drin, oder? Nee. Das Ding braucht, hat nur drin 1200. Das ist aber schlecht. Ja. Und ich brauche ja noch extra. Ich brauche ja extra. Weißt du, das ist ja nicht mit 1920. Wenn irgendwie Wind ist oder irgendwas ist, dann falle ich hier irgendwo ins Wasser. Sagen wir mal, wir müssen mindestens 4 Stunden extra haben. Das ist aber ein fettes Fass, ne? Ja. Oder ich fliege auf gar keinen Fall mit so einem Palettentank. Das kannst du ja vergessen. Pass mal auf, ich sag dir, was wir machen. Wieso? Wenn ich nächstes Mal nach Mendig fahre, messen wir die Antonov in genau Millimeter genau aus, um zu gucken, was man da überhaupt reinbauen kann. Kühner Plan oder unmöglicher Traum? Jeder Pilot träumt davon, dass er mit seinem Flugzeug mal nach Amerika fliegt. Und jeder Pilot, na nicht jeder, aber fast alle Piloten, haben natürlich nicht die Eier, das zu machen.